Wir beantworten eure Fragen zur Feineinstellung des Schinko Dickenhobels DH330. Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. Als Reaktion auf unser Video für die Feineinstellung der Schinko-Abrichthobelmaschinen haben wir von euch einige Fragen bekommen, ob man auch am dicken Hobel von Schinko, also am DH330, Justagen vornehmen kann. Ja, kann man. Im Normalfall braucht man da nichts zu machen. Die Maschine ist vom Werk aus soweit gut eingestellt, dass man nichts nachjustieren muss. Bei einer Abrichthobelmaschine ist das etwas anders. Da muss der Level der Aufnahmetische und Abnahmetische genau stimmen. Der Dickenhobel ist da etwas einfacher und wartungsarmer. Natürlich sollte man ihn regelmäßig reinigen während der Arbeit oder beziehungsweise nach der Arbeit regelmäßig reinigen. Und es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht mal kontrollieren sollte, um optimale Ergebnisse aus der Maschine rauszuholen. Und die möchten wir euch heute zeigen. Als allererstes und als wichtigstes, die Maschine ist während der Arbeiten komplett vom Stromnetz getrennt. Also nicht einfach nur ausschalten, sondern der Netzstecker ist während der ganzen Einstellarbeiten, Justagen, die wir jetzt vornehmen, komplett vom Stromnetz getrennt. So kann dann nichts passieren. Für die Feineinstellung des DH330 brauchen wir einen Philips Kreuzschraubenzieher, Kreuzschraubendreher mit Philips Kopf. Dann brauchen wir 1 oder 2 Zehner Gabelschlüssel. Besser sind 2 Zehner Gabelschlüssel. Eventuell etwas Kriechöl, weil die Schrauben sind manchmal etwas fest, sehr fest angezogen. Und wir brauchen einen Richtscheit oder eine Wasserwaage. Geht auch wunderbar. Die erste und mit die einfachste Einstellmöglichkeit, die wir uns am dicken Hobel DH330 anschauen möchten, ist das Nachjustieren der Skala. Dazu hobelt man sich ein Stück Holz auf eine gewisse Stärke aus. Diese Stärke misst man dann mit einem präzisen kalibrierten Messschieber nach. Und dann kann man die Skala an der Maschine nachstellen. Die Skala ist einfach mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Die lassen sich recht einfach lösen und die Skala kann ich dann in ihrer Höhe insgesamt 3 mm nach oben und unten verschieben. Schrauben nicht komplett rausdrehen, sondern nur lösen und dann kann ich die Skala verschieben. Und dann kann ich eben, wenn ich jetzt ein Stück ausgehobelt habe, zum Beispiel auf 100 mm, also 10 cm, kann ich meine Skala genau auf den Wert verschieben. Dazu wirklich möglichst frontal auf die Skala draufschauen und dann ziehe ich meine Schrauben wieder an. Nicht zu fest anziehen. Sonst splittert der Kunststoff. Mehr ist bei dem Einstellen der Skala nicht zu tun. Als nächstes schauen wir uns die Einstellungen des Abnahme- und des Aufgabetisches an. Beide Tische sollten in einer Flucht auf einer Ebene mit dem Maschinentisch, also dem Tisch, der im Inneren der Maschine läuft, auf einer Ebene sein. Beim Aufnahmetisch, Aufgabetisch ist es so, dass man eben hier prüfen muss, dass er beim Einführen keinen Absatz hat. Das gleiche gilt natürlich auch für den Abnahmetisch, dass hier kein Absatz bei der Übergabe ist oder zum Beispiel der Abnahmetisch zu hoch wäre, wo die Werkstücke gegenstoßen und dann nicht weiterkommen. Beim Abnahmetisch ist es aber besonders wichtig, dass der möglichst lange das Werkstück auf seinem Weg begleitet und unterstützt und das parallel zum Arbeitstisch. Hat folgenden Hintergrund. Das Werkstück wird von einer Einzugswalze eingezogen, auf den Maschinentisch gedrückt und auf der Aufzugseite ist auch eine Walze, die das Werkstück weiter transportiert. Sobald jetzt das Werkstück die Einzugswalze verlässt und der Tisch hier hinten nicht mehr unterstützt, kann es passieren, dass das Werkstück in der Maschine quasi leicht kippt, etwas nach oben kippt, wenn es die Einzugswalze verlässt. Und in diesem Moment entstehen diese berühmten Hobelschläge, die man oftmals am Ende eines Werkstücks sieht, dass dann eben so ein kleiner Absatz drin ist. Und solange der Unterstützung des Abnahmetisches da ist,
bleibt das Werkstück parallel und wird ordentlich rausgeschoben. Deswegen ist es wichtig, dass man diesen Tisch hier möglichst auf eine Ebene und parallel zum Maschinentisch einstellt. Das Einstellen dieses Tisches, dafür brauchen wir einen Richtscheit oder eine Wasserwaage. Und dazu lege ich die Wasserwaage einmal auf den Maschinentisch und dann kontrolliere ich als erstes den Übergang, ob der Abnahmetisch auf der gleichen Höhe wie der Maschinentisch ist. Also am Übergang von Maschinentisch zum Abnahmetisch sollte alles in einer Ebene sein. Das ist hier auch der Fall. Und dann sollte der Tisch über seine gesamte Länge auch auf dieser Ebene bleiben. Das kann ich auch prüfen, indem ich auf die Wasserwaage drauf drücke. Das ist jetzt hier minimal. Und hier gar nicht der Fall. Und ich kann über die komplette Länge peilen, ob ich irgendwo einen Lichtspalt sehe. Jetzt nicht wundern, wenn jetzt zum Beispiel in der Mitte oder im Verlauf des Tisches irgendwo ein Lichtspalt ist. Wichtig ist, dass es am Ende und am Anfang möglichst gerade aufliegt. Die Maschinentische, diese klappbaren Unterstützungstische, dienen nur der Unterstützung des Werkstücks. Sie sind nicht so präzise und auch nicht so präzise gefertigt. Oder die Präzision ist auch nicht notwendig. Bei den Abrichthobelmaschinen ist das was anderes. Bei einer Abrichthobelmaschine liegt das Werkstück möglichst plan auf dem Aufgabetisch und wird nach dem Messer möglichst plan auf dem Abnahmetisch weitergeführt. Und diese Planheit der Tische ist extrem wichtig und die Parallelität, sonst bekomme ich niemals eine gerade Kante hin. Hier liegt das Werkstück während des eigentlichen Arbeitsgangs auf dem Maschinentisch und wird von den Walzen auf den Maschinentisch gedrückt. Also der Maschinentisch ist parallel zur Hobelwelle eingestellt. Da braucht man nichts nachjustieren. Das Nachjustieren des Abnahmetischs ist, wie gesagt, nur dazu da, um eventuell Hobelschläge zu vermeiden, gerade bei größeren Werkstücken wie zum Beispiel Kanthölzern. Wenn die Werkstücke noch länger sind und sehr weit über die Hobelmaschine hinausragen, würde ich auf jeden Fall auch auf die gleiche Höhe, möglichst optimal eingestellt auf diese Kantenhöhe hier, einen Rollbock unterstellen, der das Werkstück unterstützt. Wenn ich jetzt diesen Tisch hier nachjustieren möchte, dass er eben am letzten Punkt und am ersten Punkt parallel und in einer Ebene zum Maschinentisch steht, muss ich mich mit insgesamt 6 Schrauben beschäftigen. Die zeige ich euch jetzt. Zum einen gibt es hier diese Anschlagsschrauben. Die dienen dazu, dass wenn die Klappe nach unten ist, also der Abnahmetisch nach unten geschraubt gesetzt ist, dort schlägt der Tisch an. Und dann gibt es auf beiden Seiten hier 2 Kreuzschlitzschrauben. Und damit ist der Tisch an diesen beiden Bügeln hier festgeschraubt. Zusätzlich ist der Abnahmetisch bzw. beide Tische mit einer Niete hier gesichert. Also beim Einstellen habe ich hier eigentlich meinen Drehpunkt und ich kann den Tisch um diese Achse leicht nach oben und unten bewegen. Und ich kann mit dieser Schraube hier, mit diesen beiden Schrauben hier, kann ich den Winkel einstellen bzw. die Höhe einstellen, dass der Tisch so sich eben, wie weit er sich neigt bzw. wie weit er anschlägt. Das beides ist ein Zusammenspiel der Schrauben. Wenn ich das nachjustieren möchte, zum Beispiel erstmal die Höhe, fange ich an und löse hier die Kontermuttern. Manchmal sind die etwas sehr, sehr festgezogen. Dann hilft, wie gesagt, so ein bisschen Kriechöl, Werkstattöl. Und dann löse ich diese Schrauben. Damit kann ich den Tisch in seiner Höhe verstellen. Das zeige ich euch erstmal. So, das sind die Kontermuttern. Und wenn ich die jetzt rausdrehe, die beiden Schrauben,
und dann nochmal meinen Richtscheit oder meine Wasserwaage auflege, seht ihr, habe ich hier einen deutlichen Spalt jetzt erzeugt durch die wenigen Umdrehungen, die ich hier habe. Und der Tisch ist hier ja auch schon dann durch diese Schrauben schon wieder hier auch auf einer anderen Höhe. Also erstes kontrolliere ich eben, dass ich hier einen sauberen Übergang zwischen den beiden Tischen hinbekomme. Stelle ich jetzt wieder zurück, beziehungsweise versuche es zurückzudrehen, indem ich meine Schrauben wieder etwas eindrehe. So, jetzt habe ich sie etwas zu weit gedreht. Und jetzt sieht man, dass es eben hier einen Spalt gibt. Also hier auf der Ecke, an der Kante, ist jetzt viel zu viel Luft. Und am einfachsten ist es, wenn man jetzt hingeht und eben den Tisch einfach anhebt und die Schrauben dann erstmal relativ locker so weit dreht, dass sie gerade so anstoßen. Das gleiche hier vorne. Und dann die Kontermuttern wieder nach unten drehen. Vorsichtig. Und dann ist es praktisch, wenn man zwei Gabelschlüssel hat. Einer, der die Mutter an sich, die Schraube an sich, hält, und der andere, mit dem ich die Kontermutter anziehen kann. So. Und das gleiche hier vorne. Bevor ihr die Kontermuttern anzieht, kann hier ruhig ein kleiner Spalt sein. Durch das Anziehen der Kontermuttern kommt der Tisch in der Regel ein bisschen hier außen hoch. So, damit ist der Tisch jetzt wieder in der richtigen Ebene ausgerichtet. Zudem kann es vorkommen, dass die beiden Schrauben hier, dass das Blech, das auf diesen Schienen hier montiert ist, dass das ein bisschen vielleicht verdreht ist. Wie gesagt, hier ist diese Niete drin und dass man hier nachjustieren muss. Auch da einfach dann die Schrauben lösen, nicht komplett herausdrehen, sondern nur lösen. Und dann lässt sich der Tisch auf den Schienen entsprechend um diese Achse hier nach oben und unten korrigieren. Und je nachdem, wie stark die Einstellungen, die Änderungen sind, muss man dann diese Schrauben nochmal nachjustieren. Hier sind aber die Tische so eingestellt jetzt, dass das alles parallel läuft. Ich habe hier einen kleinen Lichtspalt in der Mitte und hier, das kann ich aber so lassen. Und beim Aufgabetisch ist die Einstellerei genau die gleiche. Auch hier kann ich erstmal die Höhe über die beiden Schrauben, die sind da genauso angebracht, einstellen. Also den Winkel des Tisches und die Höhe des Tisches, und kann dann über die beiden anderen Schrauben dann den Tisch auf den Schienen nochmal nachjustieren und einstellen. Die nächste und letzte Justagemöglichkeit, Feineinstellungsmöglichkeit an der DH330, die ich euch zeigen möchte, betrifft die voreingestellten Hobelstärken. Die DH330 hat ja 8 voreingestellte Hobelstärken, die ich über diesen Schieberegler hier wählen kann. Und die reichen von 3 mm bis 44 mm und das, wie gesagt, in 8 Schritten. Wenn jetzt diese Hobelstärken alle um einen bestimmten Wert zum Beispiel abweichen von dem, was wirklich nachher aus der Maschine rauskommt, kann ich das relativ einfach nachjustieren. Dazu schiebe ich den Schieber ganz nach links, sodass ich an diese Schraube hier rankomme, an diese Innensechskantschraube. Und dann nehme ich mir aus dem Bordwerkzeug einen Innensechskantschlüssel raus und öffne hier diese Klappe. Und dann nehme ich diese Klappe hier raus, mit Vorsicht, nicht, dass irgendwas bricht, aber
Die ist mit so ein paar Näschen gehalten, aber wenn ich die eine Schraube gelöst habe, kann ich die hier rausnehmen. Und dann seht ihr hier diese Treppung. Das sind meine Anschläge, mit denen ich ja die eingestellten Hobelstärken habe. Jetzt kurbel ich mal den Anschlag nach unten. Und dann kommt hier diese Anschlagschraube zum Vorschein. Und wenn jetzt bei allen Werten, also bei 44 mm zum Beispiel ein halber Millimeter Abweichung ist und bei 3 mm ein halber Millimeter Abweichung ist, ist die Nachjustage relativ einfach. Ich kann dann einfach hingehen und hier auch die Kontermutter dieser Anschlagsschraube lösen, dann die Anschlagsschraube wieder in, ja, in der Höhe entsprechend nachjustieren, also um einen halben Millimeter nach oben und nach unten verstellen, einstellen und die Kontermutter wieder anziehen. Und damit ist dann meine, ja, meine Justage der voreingestellten Hobelstärken ja, schon abgeschlossen. In der Regel kommt sowas auch nicht vor. Wir hatten da noch nie irgendwelche Rückmeldungen von Kunden, dass da was nachgestellt werden muss. Nur, dass ihr es wisst. Wenn ein einziger Wert oder mehrere Werte unterschiedlich stark abweichen voneinander, dann wird es etwas komplizierter. Aber auch diesen Fall hatten wir noch nicht. Aber man kann es ja nie ausschließen. Ihr seht, das ist hier ein Gussteil, das entsprechend hier diese Treppung hat. Und das könnte man dann eventuell nachfeilen, wenn die Hobelstärke zu stark ist. Ja, dann könnte man eventuell hingehen und hier eine einzelne Treppe zum Beispiel nachfeilen, wenn jetzt beispielsweise bei 19 mm ein, ja, 19,5 oder vielleicht 20 mm rauskäme. Und wenn zu viel abgenommen wird, dann müsste man auf diese Treppe, ja, müsste man was auftragen, man müsste vielleicht ein Blättchen aufkleben und so weiter. Aber wie gesagt, diesen Fall hatten wir mit der Maschine noch gar nicht gehabt. Es ist nur, dass ihr wisst, was man hier nachjustieren könnte. Ich habe die Klappe wieder montiert. Alles ist wieder fest gesichert. Der Innensechskantschlüssel, der Imbusschlüssel kommt wieder zum Bordwerkzeug. Und damit sind die, ja, Justagemöglichkeiten an der DH330 auch schon, ja, ausgeschöpft. Wenn ihr noch Fragen zur DH330 habt oder ihr uns Anregungen für weitere Videos geben möchtet, dann schreibt das einfach in die YouTube-Kommentare. Wir lesen die Kommentare regelmäßig durch, beantworten manche Fragen direkt und andere nutzen wir auch, um weitere Videos für euch zu produzieren. Ich hoffe, ihr könntet mit diesen Möglichkeiten, die DH330 bietet, was man da nachstellen kann, was anfangen. Wenn dem so ist, dann lasst uns ein Like da, einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen möchtet, dann abonniert unseren Diktum YouTube-Kanal. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal bei Diktum.